Herzlich willkommen, Freunde, vom Spiel gegen die Kölner. Wenn ihr auf die Tabelle guckt, seht ihr schon, wir müssen nachziehen. Ich würde auch gerne von uns wieder so viele Tore wie gegen Gent haben. Aber natürlich von den Kölnern hätte ich da ganz gerne die Null. Die sind sowieso nicht ganz so gut drauf. Also, ja. Zwingen wir denen unser Spiel auf, nehmen wir die 3 Punkte mit und machen wir weiter Druck auf Leipzig und Hannover, beziehungsweise ziehen danach, weil wir werden uns nachher, wie immer, am Spieltagsende die Ergebnisse anschauen und ja, leider haben Leipzig und Hannover das schon vorgelegt. Jetzt ist der Druck erstmal auf uns. Gehen wir rein. Wie hilfreich ist es, dass unsere Mannschaft zuletzt so regelmäßig trifft? Das ist super. Wir müssen nur defensiv endlich mal die Null halten, weil das ist uns schon seit einigen Spielen nicht mehr gelungen. Aber an sich gebührt dann natürlich den Spielern der Lob. Und wie wichtig wird es, heute das erste Tor zu schießen? Nach wie vor. Wobei bei uns. Wir haben gesehen, ne? Nachführung noch nie verloren. Also ist das natürlich ein super Start für uns. Und wollen wir heute natürlich auch so haben. Wir gehen rein mit Motto: Slightly change a running system. Emilio Lara kriegt mal wieder die Chance auf der rechten Seite. Dafür Ayew rüber auf links und Björkan kriegt ein bisschen Pause. Mausehund ersetzt Dardai und vorne drin bleibt alles wie gehabt aus dem Gent-Spiel, weil da hat ja alles wunderbar funktioniert. Und wie gesagt, nur zwei kleine Wechsel. Ayew wechselt die Seite, dafür Lara in die Startelf und Mausehund auf der 6. Denke, kann man so machen. Und wir können jetzt hier energisch und mit Bock auf das Spiel reingehen. Und sie haben tatsächlich doch noch was geändert, die Kölner. Malik Tsho doch in der Innenverteidigung. Dafür dann so auf der anderen Seite. Und Martell spielt im ZM. Da müssen wir das jetzt nochmal. So. Weil ich wollte tatsächlich gerne dann so pressen. Okay. Dann ändert sich das wieder. Gut. Curtis Jones mit dem Freistoß. Direkt das 1-0. Nee, noch nicht. Bayer nochmal. Gechter. Malik Tsho klärt ihn. Übrigens sehr interessanter Spieler. Hab den jetzt auch mal ein bisschen näher gescoutet. Vielleicht ergibt sich da was im Sommer, wir schauen mal. Curtis Jones kriegt ihn nicht durch. Von der Möglichkeit für die Kölner. Die sind eine klassische Kölner Mannschaft, ja. Klassische Kontermannschaft. 4-4-2, einfach nur irgendwie Rooney, komm. Ja, Lara. Lara verliert ihn, Jones ist da. Bayer schießt den eigenen Mann an. Das ist, wir haben zu viele Leute da vorne drin manchmal. Da wird das Ganze zu eng. Oh, Gechter, super Ball für Bayer. Der hat sehr viel Platz. Probiert es wieder alleine. Ich glaube nicht ganz. Kontermöglichkeit. Verläuft im Sand. Also aufmerksamer, guter Start von uns. Wir sind schon angekommen in der Partie. Rahmani passt gut auf. Curtis Jones. Ja, super. Ball und Ayew, man kann es ja mal probieren. Man kann es ja mal probieren. Übrigens gab es nach dem Gent-Spiel nochmal einen kleinen Zwischenfall mit einem unserer Spieler, mit Asan Ouedraogo, der sich hier wirklich lautstark über den Trainer beschwert hat, warum der denn seine Jungs in der Halbzeit anschreit. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, ein bisschen kann man es nachvollziehen, oder? Ayew, hallo? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir spielen. Ja. Läuft auch ein bisschen verloren am Feld rum. Höhler kämpft sich rein. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Mause und Rooney, jawohl. Und Welis, da ist es nicht das 1-0. Klasse Parade von Alban Lafont. Und Welis hat die Führung auf dem Fuß. Aber das muss man sagen, hat Alban da sehr, sehr gut zugemacht. Den Winkel sehr klein gemacht und Welis konnte ihn quasi nur noch anschießen. So aufmerksame Keeper braucht man, ne? Altay. Wobei die 1 gegen 1 Sachen hat er auch meistens. Aber jetzt wird er auch wieder überlupft gegen Gent. Naja. Da werden wir schon gucken, dass wir da einen richtig guten Keeper im Sommer holen. Vielleicht einen Deutschen, wobei da ist die Auswahl halt relativ klein, ne? Da müsste man erstmal wieder einen ranzüchten quasi. So ein Tim Schreiber oder sowas. Aber der muss sich halt auch wieder entwickeln, bis der erstmal auf einem Level von einem Alter jetzt wäre. Ja, perspektivisch wahrscheinlich dann besser. Aber schau mal, Willis Bayer.
Bayer, klasse Ball raus für Rooney. Rooney wieder zurück auf Bayer. Und es ist ein Kölner dazwischen. Also wir üben weiter Druck aus, nur noch nicht mit dem richtigen Ergebnis. Jones, Eckball, Lafont ist da. Borahmani war das, glaube ich. So, die Kölner mit Kluivert mit den Kurs. Malik Thiaw. Ja, Altay, den hat er sicher. So. Wir loben die Jungs aber im Prinzip sieht es ja gut aus. Nur das Tor fehlt. Vielleicht fühlen sie sich dadurch bestätigt und haben Bock auch für den Trainer weiter auf dem Feld hier zu rennen. Richter Jones. Oh. Oh, so ein schöner Pass für Lara, der schickt Rooney. Aber Rooney ist immer gefährlich auf den Außen. Klasse Tackling hier von Jacobs. Flanke kommt, aber die rutscht ganz durch. Robin Koch. Verliert ihn an Bayer. Warum selber machen? Wenn man abspielen kann. Das ist die Frage, die ich mir da gerade gestellt habe. Die hat sich aber Maxi Bayer offensichtlich nicht gestellt. Sondern der hat gesagt, warum abspielen, wenn ich selber machen kann. Aus 40 Metern. Und die Leverkusener führen hier 3-0. Gegen Union ist übrigens auch unser nächster Gegner in der Bundesliga. Wir müssen aber trotzdem erstmal hier gewinnen. Und zwar sind die Chancen herausgespielt. Das geht schon noch. Kommt Defensive. In Ordnung. Mittelfeld geht ein bisschen besser. Und Sturm ist eh motiviert. Okay. Ja, Willis noch nicht ganz da. Rooney noch nicht ganz da. Und ein paar erschöpfte Spieler, logischerweise. Na, wir haben ja noch 45 Minuten. Viel Zeit im Fußball. Sehr, sehr viel Zeit. Ja, böses Foul von Robin Koch. Beschwer dich da mal, Maxi. Ne? Fordert da auch mal die gelbe Karte. Der Schuss gold ist. Eckball, sorry. Aber die kommen leider nicht wirklich gut, Maxi Bayer. Leg ihn quer! Oh, Willis! Willis, Willis, Willis! Rutscht doch mal da rein. In alter Klose-Manier. Da muss man sich halt auch mal zerreißen fürs Tor. Und Kluivert ist auf einmal durch. Justin Kluivert, gute Parade von Altay. Eckball. Und da ist aber wieder Altay da, der macht heute einen sicheren Eindruck. Eins seiner besseren Spiele, wie es aussieht. So, wir werden wechseln. Bringt Diomande für den schwachen Willis Bayer vorne rein. Auch Rooney verlässt das Feld. Dafür kommt Ouédraogo. Und links kommt dann doch Frederik Bjørkan von der Bank. Dreifachwechsel. Da mit dem Ziel, jetzt hier mehr zu geben. Wir gehen einen Tick offensiver. Gut aufgepasst von Bjørkan. Alter, er macht natürlich ein bisschen Show. Hört den aus zu Linus Gechter. Bjørkan. Oh, verliert den Ball fast, aber zum Glück ist Francia aufmerksam. Die Bayer und der Weg wieder zurück. Also wir kommen nicht so richtig durch da durch die zwei durch das 2-4er-Kettenbollwerk der Kölner. Jetzt vielleicht mal. Bayer, Diomande, Chipball, Ouédraogo legt ab, Mausehund. Ah, naja. Richter, Türkan. Jawohl, der ist frisch. Bayer steckt den durch für Diomande. Der hat aber auch nur einen Eckball raus. Und ich muss sagen, wir gehen vielleicht gleich aufs 4-2-4. Ouédraogo. Diomande. Emilio Lara. Franca. Bayer. Curtis Jones. Ja, man muss sagen, aber so die eine hundertprozentige Torchance war da jetzt auch nicht dabei. Dann versuchen wir es natürlich jetzt zu erzwingen.
Mit langen Abschlägen. Stehen hier trotzdem hoch. Hinter nehmen wir einen kurzen Abspiel. Müssen nicht unbedingt dribbeln. So, Franca kommt raus, dafür Mekka vorne rein. Der letzte Wechsel statt Curtis Jones. Aber Curtis Jones möchte ich da eigentlich haben. Oh, schwierig. Ja, wir haben Mauson raus und der Captain kommt aufs Feld. Vielleicht hat der nochmal einen Impact. Kluivert. Gut geklärt. Jetzt könnte es die Konterchance geben. Curtis Jones, Diomonde. Diomonde, gib Gas, Junge, komm. Ja, Ball wird abgefälscht. Lucas Mekka ist da. Das ist der Joker, den wir gebraucht haben. Sehr, sehr geil. Und jetzt können wir tatsächlich das Ganze dann doch ruhiger angehen lassen. Und zwar genauso. Der Mekka über links. Diomonde ins Zentrum mit Traogo. Rechts. Ja, so passt das Ganze doch. Gehen hier wieder zurück auf kontrolliert. Haben wir jetzt gerade nicht mehr den Druck hier unbedingt aufs 2 zu 0 zu gehen. Sondern können da jetzt eigentlich auch mal das Ergebnis verwalten. Beziehungsweise das wird auch genau das, was wir machen. Genau, und zwar so. Diomande kennt das schon auf der 6. Curtis Jones, eins davor, kann das Spiel noch gestalten. Morten Dardai, jawohl. Da ist doch das Freistoßtor mal. Es geht doch. Man hat nur den Dosenöffner gebraucht. Sehr, sehr schön. Der Captain kommt rein und entscheidet das Spiel. Und jetzt können wir sowieso da das Ganze ein bisschen ruhiger angehen. Kluivert, Elias Skiri. Gute Balleroberung von Bayer, verliert ihn dann allerdings wieder. Und Wolf, naja, mit links aus der Distanz kann man Marius Wolf mal schießen lassen, würde ich sagen. Ja, lange haben uns die Kölner die Nerven geraubt, aber dann der Doppelschlag in 2 Minuten oder 3 Minuten. Und das Ding ist durch. Sehr, sehr wichtig. Hier Monde, ja, gibt da nochmal Handzeichen. Wer läuft wohin? Mal gucken, ob es was bringt. Nee. Kluivert laufen da jetzt auf Lafont noch an, der muss den lang schlagen, heißt Emilio Lara kann den Ball nach vorne tragen und einen interessanten langen Ball spielen ohne Druck. Mann, ich möchte den Jungen auch endlich in Form bekommen. Es kann ja nicht sein, dass er so unsicher ist und so viel Anlaufschwierigkeiten hat bei uns. Martell steckt ihn durch auf Kluivert, der muss man sagen, trotz dem schlechten Spiel immer noch. Ihr versucht sein Bestes zu geben und Marius Wolf klärt in bester Verteidigermanier. Klatscht da nochmal für sich selber, weil er das Feld gleich verlässt. Sowas möchte der Trainer natürlich nicht sehen. Koch. Ja. Bestätigt Altay nochmal in seinem zu 0 Spiel. Bisschen, liebe Kölner. Das könnt ihr machen. Aber sonst bin ich auch froh, wenn das Spiel wieder rum ist. Auch wenn es gut war mit 2 Freistoßtoren. Lukas Mekka, der Game Changer. Sehr, sehr stark. Wow. Hätte ich mir so nicht mal unbedingt erhofft. Aber er hat genau den Impact, ist jetzt gerade wieder fit. Letztes Spiel ja war er eigentlich noch nicht so ganz fit, war zumindest noch nicht im Training, zumindest nicht im Teamtraining. Jetzt seit Donnerstag, nee, seit Freitag ist er wieder auch im Teamtraining. Und da sieht man gleich, wenn der Junge fit ist, dann kann der auch Spiele entscheiden. Matazzo, gut von Altay. Kluivert probiert es nochmal aus Distanz. Nö, das ist nix. Und ja, dann wie gegen die Fürther. Wobei, ja, hier haben wir es schon verdient gehabt. Also von Köln kam nicht viel. Wir sind nur die ganze erste Halbzeit angelaufen und hatten dann nicht wirklich so eine hundertprozentige Torchance. Aber wir waren schon sehr überlegen, muss man sagen. Ne, und jetzt gewinnen wir hier 3-0. Ziehen nach zu Leipzig und Hannover. Lara mal mit einer guten Note. Altay war sehr sicher da hinten. Hat mir heute gefallen. Dardai klasse. Diomande stark. Jones stark. Emeka sehr, sehr stark. Und ja. Franca war noch gut. Welis leider heute nicht so. Ist aber ja nicht schlimm. Der hat uns ja gerade erst mit dem Hattrick die Chance gewahrt. Im Achtelfinale der Euroleague. Ich würde sagen, sehr, sehr gut gemacht. Hervorragender Sieg. Und ja, vielleicht war es jetzt auch ganz gut, dass wir Velis früher rausgeholt haben. Jetzt hat er ordentlich Zeit, sich für Sonntag zu regenerieren.
Hatten sie geglaubt, dass sie von ihrer schwachen Form profitieren können? Ja, Köln, habe ich ja schon am Anfang gesagt, ist nicht in der guten Form. Aber unsere Mannschaft schreit Ruhe und Zielstrebigkeit und Selbstvertrauen aus. Also alles, was man haben kann. Der Sieg ist natürlich befriedigend. Also ja, ich bin sehr glücklich, nicht der Sieg. Und der Freitagabend hat schon mit einem Kracher begonnen. Die Münchner drücken den Fürth dann mal kurz 8 Tore rein. Das bekommt schon so ein bisschen Bayern-Hamburg-Vibes. Ja, damit kann man jetzt auch sagen, Fürth, das war's in Liga 1. War schön, dass ihr dabei wart. Wer war dieses Jahr die Aufsteiger? Waren Fürth das Aufsteiger, ne? War Bochum auch Aufsteiger? Ne, Bochum war ja schon in der Liga, oder? Ah ne, die waren auch Aufsteiger. Naja, da sieht man wieder. Der Abstand zwischen erster und zweiter Liga ist dann doch etwas größer als gedacht. Gerade für so kleine Teams, die halt eben nicht die reputative Strahlkraft dann noch haben. Ne? Wie es zum Beispiel, wie sieht es in Liga 2 aus? Na, Werder kommt wahrscheinlich wieder hoch, okay. Augsburg könnte sein, Lautern. Na, Schalke sieht schwierig aus. Okay, und die Bremer, die werden sich wahrscheinlich wieder etablieren nächstes Jahr in der Liga, gehe ich von aus, weil die haben einfach noch ja, so eine gewisse Reputation, was auch Spieler anzieht, auch wenn man nicht mehr das ganz große Geld zahlt. Und haben natürlich auch sicher ein bisschen größeres Budget als Fürth und Bochum. Natürlich auch für die Sponsoren, ne? Sponsoren investieren natürlich auch lieber in einen Verein wie Bremen als wie Fürth. Ja, muss man auch ganz ehrlich sagen. So, da haben wir den Samstag. Dortmund gewinnt gegen Mainz, Hannover mit einem 4-0 gegen Mönchengladbach, Freiburg 1-1 gegen Bochum, Wolfsburg gewinnt 4-1, Leipzig gewinnt 2-0 gegen Hoffenheim und am Sonntag gab es noch den Sieg der Leverkusener mit dem 4-0 und die Hamburger mit dem 4-3 über die Frankfurter. Damit wir erst noch 4 Punkte weg von Hannover, von Hoffenheim, das ist gut, aber nach wie vor 2 bzw. 3 Punkte auf die Champions League Plätze, wobei wie gesagt, wenn die Konstellation so bleibt, gewinnen wir halt am letzten Spieltag gegen die Hannoveraner und machen uns die Champions League halt wieder am letzten Spieltag. Wie schon vor 2 Jahren, klar. Ja, ich würde es natürlich gern früher klar machen. Aber das sehen wir. Erstmal geht es jetzt am Donnerstag ins Rückspiel nach Gent und da müssen wir sehr, sehr aufmerksam sein, dass wir nicht so viele Dinger wie im Hinspiel bekommen und das Ding einigermaßen sicher rüberschaukeln. Ja, in dem Sinne sehen wir uns morgen mit den Belgiern und unseren Jungs natürlich.